Hallo Leute, mein Name ist Boris. Mein Name ist Boris und ich von Russland. Ich spiele League of Legends. Nein, scheiße, wurde ich jetzt vom Russen zum Italiener? Verdammte Scheiße. Auf jeden Fall, hey Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und ich nehme mir die Ehre heraus, euch mal wieder mit coolen Sachen voll zu labern. Dadurch, dass der neue Patch da ist, sind alle Replays kaputt gegangen. Deswegen haben wir auch hier jetzt ein Normal Game von mir, weil ich habe heute das erste Game, das ich gemacht habe. Deswegen nehme ich auch das jetzt auch direkt hier als Replay für dieses Game. Ich habe Normal Games gemacht mit Leuten aus einer League of Legends Gruppe. Das heißt, es sind Leute, die ich nicht kenne. Aber ja, darum geht es nicht, sondern darum, dass ich euch mal wieder super cool voll laber, ne? Diejenigen von euch, die meinen Stream wirklich verfolgt haben, also auch öfters haben, hat bemerkt, ich habe so eine kleine Phase, wo ich halt ein Problem habe, mich selbst zu finden in League of Legends. An einem Tag bin ich AD Carry Main, an dem anderen bin ich K1 Trick. Ah, wieder zurück auf Malzer. Whoopsie Gangplank. Ja, let's go, Boys, ne? Und so weiter und so fort. Ich habe hier ganz viele Wechsel. Jetzt, wo mir die Season, meine Elo, eigentlich auch nicht so wichtig ist, sind mir einige Sachen aufgefallen, wenn ich Solo Queue spiele. Und zwar bin ich eigentlich gar nicht so bad. Ich gehöre nicht in die Elo, wo ich gerade da bin. Ihr sagt nämlich bla bla bla, Silvi redet über die Elo-Hell, Silvi ist voll doof, Silvi hat einen kleinen Penis und so weiter und so fort. Habe ich auch, an dieser Stelle. Aber nee, so zu diesem Moment, wo ich dieses Video mache, bin ich irgendwie 50 LP in Master, ja. Und ich glaube sogar 49, um genau zu sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich Low Master und ich finde mich halt selber nicht so schlecht. Ich habe auch gerade Gefallen am Jungle gefunden. Es ist eigentlich eine Mechanical nicht so anspruchsvolle Rolle. Also natürlich auch je nachdem halt auch welche Champion man spielt, ne. Würde ich anfangen, Yasuo Jungle zu spielen, würde ich es halt anspruchsvoller machen. Aber es ist generell eine Position, die viel mit Decision Making zu tun hat. Und ihr bemerkt, wenn ihr euch mal meine Games anseht, ich bin im Decision Making eigentlich gar nicht so bad. Also natürlich hat man immer mal ein Game, wo man hier und da verliert, weil man mal einen Fehler macht, selbst im Decision-Making. Aber eigentlich bin ich da drin gar nicht so bad. Generell, falls ihr haben möchtet, dass ich mal ein Video mache zu, so von wegen, welche Ansprüche die anderen Rollen haben, beziehungsweise die anderen Positionen, lasst einfach mal ein Like auf dem Video da. Wenn sich hier genügend zusammen sammelt, kann ich dazu mal so ein kleines Video nebenbei noch machen. Aber anyways, Leute, mein Champion-Pool, für den Jungle zumindest, besteht zu diesem Moment aus Lee Sin, Kha'Zix und Rengar. Das war jetzt vor den Nerfs, ne? Ich glaube, selbst mit den Nerfs, sind ja jetzt auf Patch 7.3, werde ich trotzdem diese drei Champions noch spielen. Weil ich denke, die sind immer noch viable, halt nur nicht mehr Giga Broken, aber immer noch viable. Gerade Lee Sin wurde ja einfach nichts gemacht, ne? Ich wollte halt mein Champion Pool vergrößern und habe da halt im Twitch-Chat nachgefragt, Leute, was kann ich denn so spielen? Weil vielleicht hat der Twitch-Chat auch mal hier und da ein paar gute Champions, auf die ich Bock habe, ne? Und auf einmal rast der ganze Twitcher halt aus. Silvi spielt Wukong, Silvi spielt Sejuani, Amumu, Valla, Bruder, stärkster Champion im ganzen Game. Und das ging halt erstmal so die ganze Zeit weiter. Und fällt euch an diesen Champions irgendetwas auf, Leute? Ja, richtig, die sind einfach nicht Meta. Und das ist eigentlich auch das Thema, mit dem wir uns heute vorhaben, uns zu beschäftigen. Weil viele fragen mich auch, Silvi, warum wird Champion X nicht in der LCS gespielt? Ich finde den voll stark. Das sind Fragen, die man ganz oft bekommt, ne? Warum wird der nicht gespielt? Warum wird der nicht gespielt? Und so weiter und so fort. Aber definieren wir doch vorher eben einmal, was überhaupt Meta bedeutet. Meta-Champions sind eigentlich Champions, die man im Normalfall immer spielen kann. Beziehungsweise Champions, die man spielt, weil sie auf diesem jetzigen Patch die höchste Winrate haben. Das heißt nicht, ne? Es gab einmal dieses eine Phänomen mit Sion Support, das irgendwie die höchste Winrate hatte. Und dann hat sich rausgestellt, dass das einfach nur irgendwelche Mains waren, die ihn halt gespielt haben und damit sogar gewinnen. So, ne? Also ich gehe jetzt nicht von solchen verfälschten Winrates aus, sage ich mal. Sondern nur von richtigen Winrates. So. Das heißt aber auch, dass sich zu jedem Patch die Meta ändern kann. Weil die Meta ist immer davon abhängig, welcher Champion ist jetzt im Moment gerade stark. Und natürlich, wenn ein Champion jetzt stark ist und im nächsten Patch wieder schwächer, dann ist er nicht immer Meta, sondern er kann halt aus der Meta rausfallen. Gerade Azir ist hier mal ein gutes Beispiel. Ja, Azir oder Kalista, sehr lange Meta-dominante Champions, auf einmal genervt, auf einmal nicht mehr Meta und wir sehen sie auch gar nicht mehr. Es gibt dann auch noch bei den Spielern selbst, es gibt auch bei der Meta selbst nochmal Kategorisierungen, zum Beispiel, ne, God-Tier, T1, T2, T3 und so weiter und so fort. Im Normalfall ist alles, was nicht mindestens T1 ist, nicht Meta, ja. God-Tier-Champions sind Champions, die einfach ultra stark sind. Das nennt man auch S-Tier. Dann T1, beziehungsweise T1-Champions sind Champions, die immer stark sind. Und dann gibt es noch die T2-Champions. Das sind Champions, die man halt dann picken kann, wenn die,
wenn die God-Tier-Champions und halt auch die Tier-1-Champions raus sind. Oder halt auch eher so ein bisschen situationsabhängige Picks, ne? Anyways, es gibt dann auch noch die spielereigene Meta. Zum Beispiel kann es ein Soraka-One-Trick geben. Und Soraka ist, ich würde mal sagen, so ein T2-Champ. Vielleicht sogar, na doch, sie ist T2, ne? Sie ist T2-Champ, in meinen Augen zumindest. Aber dadurch, dass ihr sie perfekt spielen könnt, weil ihr ein One-Trick zum Beispiel seid, kann sie dadurch für euch selbst auf T1 hochrutschen. Ganz wichtig, so eine One-Trick-Pony-Meta kann halt nochmal die Skala etwas ändern. So, und das, was ich euch eben gesagt habe, ist ganz wichtig. Meta-Champions sind die Champions, die einem Spieler die höchste Chance aufs Gewinnen geben. Ja, und das ist halt auch wichtig, auch meistens ohne, dass man viel Zeit reinstecken muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier mit einem Beispiel ankomme, ja. Angenommen, ihr spielt Riven. Angenommen, ihr habt eine 50%ige Winrate. Ja, und dann kommt ein Moment, wo sie Meta wird. Dann kriegt ihr auf einmal ein Power Spike in eurer Winrate. Sag ich mal von 50 auf 55%. Ohne, dass ihr selber besser geworden seid. Und das einfach nur, weil sie Meta ist. Das heißt, oh nee, ich glaube, das Beispiel ist besser, ne? Ihr habt eine 45%ige Winratio, ohne dass sie Meta ist. Und dann wird sie Meta und ihr habt dann auf einmal 50%. Einfach nur dadurch, dass sie in die Meta gefallen ist, steigt automatisch dadurch auch eure Winrate. Und das ist auch generell die Power der Meta. Das ist der Grund, warum zum Beispiel auch fast alle LCS-Spieler da spielen, was Meta ist und nicht zum Beispiel Wukong Jungle. Das ist halt deren Job, die Games zu gewinnen. Ne? Natürlich wollen sie halt wirklich das Spiel, mit dem sie auch Sachen gewinnen. Dann gibt es aber auch ebenfalls bei den Pros Ausnahmen. Ich glaube, es war Moon, wenn ich mich nicht irre, in NA, der hat zum Beispiel Evelynn Jungle gespielt. Keine Sau würde Evelynn Jungle spielen, aber dieser Typ ist bekannt als Evelynn-Spieler. Er ist ein guter Evelynn-Spieler. Er hat sie in Challenger gespielt und ich glaube, er war auch eine lange Zeit ein One-Trick-Pony. Das heißt, dass der Evelynn-Pick, dadurch, dass er gut ist mit Evelynn, dadurch, dass er sie viel spielt, automatisch in seiner eigenen Meta höher gehen. Ne? Leute, wenn ihr wirklich ganz schnell ja climben wollt und auch ganz einfach, weil wie gesagt, Meta-Champions erhöhen automatisch eure Winrate, ohne dass ihr selber besser oder schlechter werdet, das spielt einfach Meta. Die Meta hat wirklich bis zu einem gewissen Grad ihre Existenzberechtigung. Das ist nichts, was man sich einfach aus dem Arsch gezogen hat und gesagt hat, okay, was weiß ich, Yasuo ist jetzt Meta und das sage ich nur, weil Yasuo stark ist. Generell ist auch nochmal ganz wichtig, die Meta ist immer unterschiedlich von Region zu Region. Ne? Gerade wenn wir uns jetzt mal Korea angucken, die haben immer eine andere Meta. Das liegt daran, dass die Spieler dort auch anders spielen. Koreaner spielen immer darauf, schnelle Games, einfach nur gewinnen, aggressiv as fuck spielen, legit 1v9 machen und halt einfach einen Fick auf alles andere geben, ne? Während wir zum Beispiel in EU, also es sind jetzt so Beispiele, ne? Ich kann euch jetzt nicht eins zu eins sagen, ob alles wirklich so ist. Währenddessen wir in EU zum Beispiel eher darauf spielen, in unseren Games zu stallen. Wir wollen eher gerne längere Games haben und nicht halt diese schnellen Games. Natürlich ist es in Korea auch nochmal ein bisschen anders, ne? Sie haben ja noch ihren Mist von wegen PC-Banks oder so, wo sie ja schnell rausgemüssen. Auf jeden Fall denke ich mal, ihr wisst, worauf ich hinausgehen möchte. Also, auch wenn ihr Abubu und Co. gerne spielt, empfehlt sie bitte nicht anderen Spielern, weil das sind Champions, die nicht Meta sind. Das sind auch Champions, wo man auch etwas mehr Zeit reinstecken muss, ne? Aus dem einfachen Grund, diese Champions werden ja anders gespielt. Amumu ist zum Beispiel kein klassischer Champion, wo du sagst, ey, Double Buff, Ganken Level 3, let's go. Ja, weil Amumu ist erstens einer, der so oder so gerne scaled. Es ist einer, den man nicht oft selber sieht, das ist ganz wichtig. Darauf werde ich aber gleich zurückkommen. Und es ist auch ein Champion, den eure eigenen Leute gar nicht kennen. Würde ich jetzt random mit einem Amumu spielen, würde ich Probleme damit haben, seine Stärke einzuschätzen. Ja, weil wie oft sehe ich einen Amumu? Natürlich, auch wieder für den Gegner, ist es genau dasselbe. Es hat auch nochmal irgendwo so einen kleinen Cheese-Faktor. Cheese im Sinne von, nicht von wegen, ihr könnt einfach in Wayne gehen und ihr geht nach dort in Jungle cheesen oder sowas. Also ich glaube, ich mache gerade sehr viel Jungle-Beispiele, oder? Sondern es geht darum, keiner weiß wirklich, wie viel Damage macht er, wie viel kann er ab. Deswegen ist er halt dafür auch nochmal ein relativ cheesiger Pick. Aber Leute, das hier war's dann auch mit mir. Ne? Ich hoffe mal, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen, warum euer Lieblingsstreamer nicht Champion XY spielt, obwohl ihr ihm noch extra eine 5€ Donation gemacht habt, damit er diesen spielt, damit er fucking Riven spielt und eine scheiß Winratio hat. Auf jeden Fall, ich bin erstmal weg, Leute. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.